Ihr seid heuer die einzige lokale Band auf dem Metal Invasion Festival. Wie fühlt ihr euch einerseits unter lauter internationalen Bands und andererseits jetzt gerade nach dem Auftritt vor heimischem Publikum? Ja, also, dass wir jetzt die einzige regionale Band bei uns sind, das ist also lediglich dem Umstand geschuldet, dass die Tourproduktionen, so wie wir das mitgekriegt haben, sagen wir so umfangreich gewesen sind, ne? Und ganz unsere Popbands natürlich auch mitspielen wollten. So wie ich das jetzt vom Veranstalter mitgekriegt habe, hätte das sehr wohl geplant, dass er mehr regionale Bands mitnimmt, also jetzt außer uns. Allerdings ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn man das Festival also jeweils an den jeweiligen Tag früher beginnt, dass man da das Problem mit der GEMA hat, ne? Dass praktisch da dementsprechend auch die Kosten explodieren lässt. Von dem her ist das aus Veranstalter-Sicht schon verständlich und deswegen freuen wir uns natürlich sehr, dass wir da dementsprechend auch das Glück gehabt haben, dass wir als regionale Band da halt da mitmachen können. Ein großes Plus auf jeden Fall. Was sagen eigentlich eure Arbeitgeber dazu, wenn sie so lange unterwegs sind? Ich denke mal, die Arbeitgeber haben weniges Problem. Das größere Problem haben die Familien. Nee, sicherlich ist es eine Problematik, dass man 5 Mann, die alle voll berufstätig sind, unter einen Hut bringt. Aber wenn man sich das einmal ein bisschen genauer anschaut und sich die Tourzeiten anguckt, das sind zweimal ein bisschen was über Woche. Ich meine, hast du andere Bagagen, sage ich mal, ne, die schaffen es auch, dass einmal das 5. auf Malle fliegen, einmal 10 Tage oder sowas, weißt du, wir machen halt einfach sowas. Einfach den ganzen Jahresurlaub. Ganz genau. So kommen wir auch schon zu eurem Album. Es trägt den Titel On High Wings We Fly. Und es ist seit 21. September auf dem Markt, ist richtig, gell? Entspricht das Ergebnis euren Vorstellungen? Und eine interessante Frage zugleich: Spielt ihr alle Songs auch mal live oder beschränkt sich die Setlist? Also, die Setlist wird sich nicht beschränken. Also, auch wenn wir jetzt auf On High Wings We Fly zum Beispiel Keyboards jetzt verwenden, haben wir unser Live-Set so aufgestellt, dass wir das quasi alle Songs spielen können. Werden wir auch. Und einige Songs sind auch schon älter, die haben wir auch mittlerweile schon ein paar Mal live gespielt. Schon seit der ersten Tour sogar, 2010, ist glaube ich ein Song dabei. Also das Problem stellt sich jetzt für uns nicht. Von dem her sind für uns alle Songs spielbar. Also Songs vom ersten Album. Richtig, ja. Das sind immer noch Standard. Sind für uns auch nach wie vor Standard, wobei natürlich jetzt der Schwerpunkt auf den neuen Songs liegt. Wie zum Beispiel heute, das Set ging alles vom neuen Album. Habt ihr das Album aufgenommen? Das Album haben wir aufgenommen in Straubing bei BMI Records im Zeitraum Januar, Februar. Und das Studio, das war also erstmalig. Also das Studio, da waren wir also erstmalig drin und hat eigentlich von der ersten Minute an gut gepasst. Auch mit dem Soundingenieur und mit dem Produzenten. War sehr gutes Klima und sind wir sehr froh, dass wir diese Entscheidung dementsprechend getroffen haben. Also ist zukunftsfähig? Also ja, es ist auf jeden Fall zukunftsfähig, ja. Ich will jetzt natürlich nicht festlegen, ist ganz klar, nein, aber, klar, aber ja. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund, um zu sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also das ist ja gut zum Wissen und gut zum Hören. Ihr seid ja nicht nur als Band da, sondern auch Backstage ziemlich eingespannt als Stagehands. Zumindest habe ich ein paar Laufer gesehen. Das kann man natürlich vom Zuschauerraum aus nicht so sehen. Ihr seid also sozusagen maßgeblich daran beteiligt, dass da hinten ein reibungsloser Ablauf herrscht, was die Logistik, den Aufbau und den Abbau betrifft. Kann es da manchmal stressig werden und wenn ja, warum? Also stressig auf jeden Fall und zwar genau jetzt in dem Moment, wo wir alle 5 da stehen. Also sicher sein, dass es jetzt da hinten runter drüber geht. Also ich selber bin jetzt nicht hinten auf der Stage und würde da einfach mal ein bisschen übergeben an Chris, der wo praktisch jetzt da das alles leitet, hinten an der Stage. Ich gehe gleich weiter. Ja gut, also Stage war bis jetzt dann eigentlich extrem entspannt im Vergleich zum letzten Jahr. Also wir haben halt ziemlich viel umgestellt, was die Organisation angeht. Wir haben wirklich super Helfer vor Ort. Also eigentlich ist momentan alles reibungslos verlaufen. Das hat also nicht nur
zu dritt oder so, sondern... Ich glaube, so an die 10 Leute hinten hinter der Bühne. Und freilich, es ist teilweise anstrengend und auch manchmal stressig von der Zeit her, aber im Verhältnis gesehen ist es einfach glatt gelaufen bis jetzt, also ist spitze. Ist gut zum Hören. Vogel, nächste Frage zu dir, weil wir gerade bei der Arbeit sind. Du arbeitest ja momentan in der Schweiz. Wie organisiert ihr das mit den Proben und etc.? Proben haben bei uns meistens Wochenende. Also ich komme meistens Freitagabends von der Arbeit heim. Dann habe ich Samstag noch mit der Familie ein bisschen und Sonntag proben wir dann. Und von Sonntag auf Montag in der Früh geht es wieder in die Arbeit weg. Und wie kommst du hin und her? Da halt mich wer. Also da haben wir einen vielen Bus, dem auch Taxi. Nobel, nobel, muss man sagen. wie schauen eure Pläne für nächstes Jahr aus? Das ist die richtige Frage für dich. Für nächstes Jahr sind es also die Pläne insoweit, dass wir jetzt natürlich versuchen, auch mit den zwei Touren jetzt dementsprechend aus Steel Engraved irgendwo auch, sagen wir, einen gewissen Grad zu erreichen. Und für nächstes Jahr zum Beispiel haben wir schon gebucht für die Metal Days oder für das Metal Camp in Slowenien. Also das klappt von dem ja schon und jetzt lassen wir das einfach auf uns zukommen, was festivalmäßig jetzt möglicherweise auf uns nächstes Jahr zukommen wird. Konkrete Planung für Album haben wir jetzt noch nicht. Also Album ja, aber wann, der Zeitraum, das haben wir jetzt noch nicht. Für möchte man sich nicht festlegen, dass für 2013 uns das jetzt, sage ich mal, mit aufzubürden, ganz vorsichtig. Wir werden jetzt versuchen, live zu spielen, was gerade geht.